Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe deutsche Freunde. Heute Nacht hat Herr Putin einen groß angelegten Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet. Das ist eine flächendeckende militärische Aggression. Das ist ein russischer Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Aber gleichzeitig ist es auch eine offene, unverhohlene Kriegserklärung an die gesamte freie Welt, auch an Deutschland. Es gibt heftige Raketen- und Luftangriffe auf friedliche Städte und auf die Militärinfrastruktur, nicht nur im Osten des Landes, sondern auch im Norden, im Süden und auch im Westen. Russische Panzerkolonnen haben versucht, also die Staatsgrenze aus allen Seiten zu überqueren, auch aus dem Staatsgebiet von Belarus und ins Landesinnere vorzudringen. Die Armee ist bereit, die ukrainische Armee ist gerüstet, diesen perfiden Überfall Russlands im Keim zu ersticken. Der Angriff im Norden in der Region von Tscherniw konnte abgewehrt werden. Auch in der Ostukraine konnten unsere Truppen gewisse Erfolge verbuchen, wie in Mariupol oder in der Stadt Schastja. Die schwierigste Lage bleibt nach wie vor im Süden des Landes, Richtung Armiansk, Cherson, Chaplinka, Kachowka, wo es einen riesigen Einmarsch von Panzern gibt, der von der Luftwaffe unterstützt wird. Nicht nur die Armee, aber auch die Menschen in der Ukraine werden unsere Heimat mit allen Mitteln verteidigen und unsere Unabhängigkeit nie aufgeben. Wir brauchen dafür aber eine viel, viel stärkere Unterstützung unserer deutschen Freunde, der Bundesregierung. Wir brauchen hier einen echten Neuanfang. Und wir brauchen auch endlich hier ein Umdenken. Wir rufen die Ampelkoalition und die Opposition auf, eine Sondersitzung des Bundestages nicht erst am Sonntag, wie es im Moment geplant ist, sondern sofort einzuberufen, um ein gewaltiges Ampel-Rettungsprogramm für die Ukraine zu beschließen. Wir rufen die Bundesregierung auf, eine entsprechende Regierungserklärung über das milliardenschwere Hilfspaket für die ukrainische Wirtschaft und auch für die massive Unterstützung unserer Verteidigung abzugeben. Wir erwarten noch heute die Entscheidung der Ampelregierung über die sofortige Lieferung von Defensivwaffen und Ausrüstung, damit wir die Zivilgesellschaft von Luftangriffen, aber auch von einer Bodenoffensive schützen könnten. Wir fordern die Bundesregierung auf, heute noch die höllischsten Sanktionen in der Geschichte gegen Russland einzuführen und damit diese Kriegsmaschinerie Russlands, damit das Rückgrat der russischen Wirtschaft gebrochen werden kann. Die Liste von diesen robusten Strafmaßnahmen, diese Liste ist seit Wochen, seit Monaten bekannt. Die liegt der Bundesregierung vor, das, was wir immer wieder gebeten, was wir immer wieder gefordert haben. Und es ist endlich jetzt an der Zeit, nach heute diese Strafmaßnahmen zu verhängen. Wir appellieren an die deutsche Öffentlichkeit, an die Menschen guten Willens hier in der Bundesrepublik. Bitte helfen Sie uns, die Bundesregierung zu überzeugen, dass sie uns Ukrainern in diesen dramatischen Stunden und Tagen nicht nur mit Worten der Solidarität, sondern vor allem mit mutigen Taten und zwar sofort unter die Arme greift. Wir sind sehr dankbar Ihnen allen, der deutschen und der internationalen Medien für ihre enorme Unterstützung, vor allem in den letzten Wochen und Monaten, als dieser Aufmarsch vor unseren Augen verlief. Und wir rufen alle Journalisten auf, ihre Berichterstattung über die russische Invasion fortzusetzen
uns dabei, uns zu helfen, hier die Politik in Berlin dazu zu bewegen, dass man endlich viel entschiedener handelt. Gleichzeitig bitten wir die Bundesregierung, alle russischen Propagandasender in Deutschland endlich abzuschalten, damit jetzt keine Lügen mehr verbreitet werden. Wir rufen die Kirchen in Deutschland auf, Tag und Nacht für die Menschen in der Ukraine, für den Frieden in unserem Land, aber auch in Europa, ständig zu beten. Wir appellieren an die Ukrainer, an die ukrainische Diaspora, an unsere Landsleute hier in Deutschland, sich auch weiterhin stark zu engagieren, damit die Bundesregierung proaktiv agiert und damit wir diese russische Invasion stoppen können und unsere Staatlichkeit retten. Der Gott und die Wahrheit sind auf unserer Seite. Ich bin dankbar für Ihr Kommen und ich werde versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Die Lage bleibt leider auch für uns hier sehr unübersichtlich. Wir versuchen natürlich auf dem Laufenden zu bleiben und es ist nicht immer einfach, gerade jetzt, wo auch die Infrastruktur massivst angegriffen wurde. Wir haben mit einem Angriff zu tun, den man seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa gar nicht gesehen hat. Und das muss man heute auch so zum Ausdruck bringen und vor Augen haben.